Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Mobile Game, und zwar Carpador. Wir spielen einen Carpador bzw. den Trainer des Carpadors. Da sind wir Rang 1 und müssen gucken, dass unser Carpador groß und stark wird, damit wir in der Liga vorankommen. Und ich würde sagen, wir essen jetzt erstmal. Also man muss einfach nur auf die Dinger klicken. Und das kann ich ganz gut. Und dadurch wächst unser Carpador an KP. Das ist die Sprungkraft, sagen die. Oh, was war das? Level up! Ja, geil, Level 3 schon. Erstmal das Ding noch und gehen dann einfach mal in die Liga. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so oft gespielt, beziehungsweise gerade erst angemacht. Sieht man ja, glaube ich, erst am Level. Hab das Tutorial ein bisschen gespielt und jetzt sind wir Duell Nummer 2. Los geht's. Duellieren. Kommt immer darauf an, wer höher springt. Ist, glaube ich, zufallsgeneriert. Weiter und los geht's. Aber der eine ist richtig fett, wenn man mal guckt. Denken wir mal, der Fette kann bestimmt nicht so hoch springen wie ich. Kann er aber. Er kann sogar höher springen. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen trainieren, bevor wir da weiterkommen. Okay, dankeschön. Ja, ich bin so traurig. 2 Münzen bekommen, Belohnung freigeschaltet. Also wir müssen mehr haben. Mehr Essen, mehr Spaß. Hier ist nichts mehr, aber Training sehe ich gerade mal freigeschaltet. Los geht's. Das heutige Training ist Schwungzähler. Oh, muss er aufpassen? Muss ich mitzählen? Was muss ich machen? Wer bin ich überhaupt? Achso, ich dachte jetzt echt, ich muss mitzählen. Meine Sprungkraft ist gestiegen. Ich dachte, er muss dann irgendwas machen. Ich habe einfach nur zugeguckt, wie der das gemacht hat. Das ist nicht so geil gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ja, genau. Wie viele Level waren das denn? Oh, er ist mutiert. Er ist gewachsen. Er ist größer geworden. Am Anfang dachte ich, er hat eine Krone auf, aber ich glaube, das ist die Flosse, ne? Trainieren. Das heutige Training ist... Was machen wir denn heute? Boxsack. Sandsack. Wo gucken wir denn heute zu? Beim Sandsack. Tool ist wieder gestiegen. Ja, mehr macht man hier nicht. Ich meine, okay, das Essen ist ganz geil. Das muss ich aktiv machen. Bei dem anderen klicke ich nur drauf und gucke zu. Was ist denn da los? Ich meine, oh, was ist das? Oh. Bonus für dich, 6 Münzen erhalten, Shop. Ich glaube, wir können Sachen einkaufen, los geht's. Was können wir denn kaufen? Training. Oh, ich kann den Sandsack hochleveln. Ah, das ist ja so ein bisschen wie so ein Klickspiel, ne? Ah, jetzt verstehe ich langsam das Ding. Jetzt verstehe ich's, Mann. Wieder nicht genügend Münzen. Was ist denn mit dir los, Digga? Ich hoffe, der Sandsack kommt nochmal, weil dann geht's, glaube ich, richtig ab. Futter. Ah, jetzt bringen die 3. Ich verstehe es langsam. Das ist einfach nur so ein Idle-Game. Okay, Mann, los geht's, Training. Bitte, bitte lass den Sandsack kommen. Sandsack hat dich levelt. Sandsack hat dich levelt. Oh, scheiße. Sprungtrainer, ey. Ich will aber den Sandsack haben. Den habe ich gelevelt. Ich mache danach direkt nochmal Training. Komm. Ihr seht an Punkten immer, wo meine Finger drauf drücken übrigens. Sehr, sehr geil. Er kennt sehr, sehr viele Finger übrigens. Und ich habe auch noch viele Finger. So. Hallo. Das Nugget. Zufallsereignis. Oh, wer ist er denn? Bitte wedel mir Luft zu. Bitte, bitte. Oh, noch mehr Geld. Ich habe 100 Diamanten. Was mache ich damit? Was mache ich mit den Diamanten? Direkt nochmal Training, weil dann können wir sowieso nicht mehr trainieren. Nächster Trainingspunkt in 28 Minuten, außer ich gebe wahrscheinlich Diamanten aus. Bitte, Sandsack. Ah, leck mich doch am Arsch. Was machen die extra? Das machen die extra. Jetzt muss ich noch mehr Finger drücken. Boah, der kennt aber ganz schön viele Finger, ne? Wenn man mal guckt. Voll geil. Voll geil. Alle meine Finger sind drauf. Ne, alle nicht, aber fast, ne? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 8. Doch, 10 Finger. Krass. Levelaufstieg. Größer geworden. Was macht er denn hier? Ein Festmahl. Dankeschön. Oh, wer ist er denn? Hi. Ah, kacken die es aus und ich... Ah, so, ich verstehe. Die scheißen das Zeug raus und ich kann richtig hart essen. Das gefällt mir. Und jetzt merke ich gerade, ich kann klicken, wo ich möchte. Ich muss nirgendwo auf diese Dinger klicken. Ich kann einfach nur klicken. Okay, jetzt nicht. Gerade ging's. Dann ging es halt nur gerade. Ich bin so traurig. Menü. Kann ich bestimmt irgendwas freischalten, oder? Okay, danke schön. Erfolge. Perfekt. Abholen, ja. Münzen. Und das kann ich auch noch abholen. Was kriegst du da? Diamanten. 5 Stück. Danke schön. Schließen, schließen. Und Liga. Ich glaube, jetzt werden wir den sowas von hart in den... ne, wisst ihr Bescheid? Ligaspray benutzen? Warum? Oh, ich muss warten? Wie ärgerlich ist das denn? Aber zum Glück hat er so ein Ligaspray. Also, es ist echt nur so ein Idle-Game, wo man zwischendurch mal reingehen kann, um dann alle Sachen anzuklicken, damit man die hat. Spring, Carpador. Guck mal, ich bin fast so fett wie der. Ich bin so fett wie der. Lol. Ich glaube, ich gewinne. Geringfügig. Achte mal drauf. Fast das, ne, mehr als das Doppelte. Du Spacko, du kannst das gar nicht.
So, du hast gewonnen. Level 2 Züchterrang. Level 2 Züchterrang gestiegen. 10 Diamantenbelohnung und... Die du am Teich angeln kannst, erreichen nun ein maximales Level von 12. Wie? Ich muss mehrere Carpadore haben? Das ist ja ärgerlich. Was mache ich denn mit dem alten dann? Kann man den essen? Duell Nummer 3. Kann ich das machen? Oh, geht sogar direkt. Ja, nice. Da werden wir bestimmt auch sofort gewinnen. Achte mal drauf. Und spring, Carpador. Los geht's. Auf geht's nach oben. Ja, okay, mach. Los geht's. Guck mal, ich glaube, ich kann die ganze Liga gewinnen mit dem Ding. Ich habe den jetzt so hart hochgelevelt. Oh, nice. Gut, der ist 2 Meter mehr. Wenn jetzt die nächste Stufe 11 Meter mehr macht und dann die Gewinnerstufe oben wieder 2 Meter mehr, sind wir so ungefähr bei 13 Meter. Das heißt, ich gewinne auf jeden Fall. Bei meiner macht 15 Meter. So, Duell Nummer 4. Nimm die Liga in Angriff. Los geht's, duellieren. Aber wenn er jetzt wieder 2 Meter mehr hochfliegt, ne, dann ist das so ein bisschen berechenbar. Aber ich bin mir nicht sicher. Kommt aber näher dran jetzt. Wer hat gewonnen? Ja, 11 Meter. Da macht der nächste jetzt 13 Meter. Passt. Sieger. Ein Erfahrungspunkt. Du hast gewonnen. Und 4 Münzen. Damit können wir theoretisch wieder leveln. Aber die Frage ist, was leveln wir? Ne, wir gehen jetzt erstmal in Duell Nummer 5 rein. Komm, los geht's. Darauf freue ich mich schon die ganzen 5 Minuten. Duellieren, Meister der Duelle. Los geht's. Meister der Freundesliga, Flossian gegen Carpador. Und spring! Ich bin mit Sprachausgabe, deswegen muss er das halt immer sagen. Jawoll, schon wieder geworden. Der andere blieb aber länger in der Luft, gefühlt zumindest. Lol, auch wieder 2 Meter mehr. Also irgendwie war jetzt die erste Liga so ein bisschen vorhersehbar mit den Sprunghöhen der anderen Fische. Ja, ich hab's geschafft. Guck mein Carpador. Ich schmeiß den auf den Boden, könnt ihr euch angucken. Voll gemein, ey. Braucht ihr kein Wasser für Luft? Braucht ihr denn kein Wasser für Luft? Beste Aussage ever. Freundesmedaille erhalten. Freund. Also es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Ligen anscheinend. Ja, gib mir mehr, Mann. Gib mir mehr. Ich möchte mehr. Oh, was ist das? Kugelblitz, Belohnung erhalten. Was macht der? Das Helfer-Pokémon Pikachu besucht jetzt sein Aquarium. Natürlich geil, dass ein Blitz-Pokémon mein Wasser-Pokémon begrüßt. Ja, vielleicht macht der mal Action da unten. Hey! Ach, okay. 9 Münzen. Hallo, Pikachu! Ja, und was hat er jetzt gemacht? Hat er mir geholfen oder was? Ich weiß es nicht. Oh, Levelausstieg, nice. Können wir mal kaufen. Wir können mal Training kaufen. Dann können wir Training schon machen. So, wehe, ne? Wenn der jetzt nicht drankommt. Ich habe jetzt extra alles in das andere Ding gesteckt. Ja, Sprungzähler. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, ich gehe jetzt bei der Trainingssession auf jeden Fall mehr. Können wetten, wenn er irgendwann mal ein bisschen dicker ist, dann passt er da nicht mehr drunter. Oder die Stange wird erhöht. 100! Ist das gut? Um 408... Alter! Wow, voll viel bekommen. Aber Levelaufstieg nur mit dem Fressen jetzt dabei. Aber eigentlich müssen wir jetzt die nächste Liga schaffen, oder? Komm. Oh, was will er? Was will er von mir? Hallo. Der Professor Bürgermeister. Oh mein Gott, da sind ja viel mehr Kämpfe drin als gerade. Immer 2 Meter mehr, das wäre interessant. Wow, Pikachu freut mich an. 5% mehr KP, ja cool. Der eine wirkt voll klein. Normalerweise müsste ich dann sowas von abziehen, obwohl eigentlich heißt das, ich bin... Lol. Was ist das denn, bitteschön? Die können ja gar nichts. Da können wir wahrscheinlich einmal durchmarschieren. 18 Meter schaffen wir jetzt. 18,8 Meter, um genau zu sein. Ja, dankeschön. Und ich könnte wetten, in der Mitte von dem Ding hier sind wir ungefähr in Rang 3, bekommen wir dann neue tolle Sachen. Oh, ein Deko-Objekt! Ein Angelverbotsschild. Kann ich oben an meinem Aquarium aufstellen oder was das ist? Ist das ein Aquarium? Nee, ne? Komm, wir gehen nochmal zurück.
Bitte, ich will nur zurückgehen. Voll geil, ich will zurückgehen. Und dann sagt er mir, dass das Carpator nicht weiter wachsen kann. Warum denn nicht? Maximales Level erreicht? Toll. Aber gut, ich würde mal sagen, ich mache hier mal einen Cut rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, so geil finde ich das Spiel nicht. Es war sehr, sehr weit oben gerankt bei im Play Store. Aber vielleicht so ein bisschen zum Idlen und so zwischendurch mal 3 Klicks machen und fertig und wieder weglegen. Okay, aber wenn es euch gefallen hat, das Video an sich, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Mobile Game. Und ganz wichtig, schreibt bitte in die Kommentare, was ich mir mal angucken soll. Bitte ein bisschen cooler als das hier gerade war. So eine Scheiße!